Hallo und willkommen zurück. Wie gesagt, kein großer Zeitabstand für mich, weil ich habe einfach zu viel Spaß an dem Spiel. Und ich denke mal, ein bisschen Spaß darf es ja machen. Schon wieder ein Piratenhändler. Und wetten, der hat schon wieder nichts dabei, was wir ihm abkaufen wollen. Naja, noch ein paar Artilleriegranaten mehr können ja nicht schaden, aber... Wieder keine Leute im Angebot. Aber er möchte Bier kaufen. Machen wir doch glatt. Ey, Bögen brauchen wir nicht. Implantate brauchen wir auch keine. Medizin haben wir auch genug. Artilleriegeschosse. Auch nicht. Was ich jetzt im Moment gerne hätte, wären eben mehr Kolonisten. Wobei, brauchen wir die eigentlich? Unserer Kolonie geht so eigentlich extremst gut. Wir haben so unglaublich viel Stahl. Wir könnten anfangen, ein Raumschiff zu bauen. Wie viel Stoff haben wir? 631. Na okay, das reicht noch nicht, um jeden einen eigenen Sessel zu verpassen. Es sei denn, wir montieren die hier ab und bauen die hier unten rein. Aber... Es wäre schön, wenn die Standardeinstellung Holz wäre und nicht Stahl. Ist mir zwar bisher noch nicht passiert, dass ich versehentlich mal irgendwie, ja, keine Ahnung, Stahlblumentöpfe oder Stahlbetten gebaut hätte, zumindest nicht soweit ich weiß, aber trotzdem wäre an sich eigentlich eine gute Sache. Weil... Sagen wir mal so, gerade anfangs ist Stahl doch relativ selten und kommt dann doch irgendwo blöd. Ich wollte dieses Lager mal ein bisschen umgestalten, aber... Unfertigen Dinger brechen wir jetzt erstmal ab. Die blockieren uns nur das ganze Lager. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Weil die lassen hier Zeug sowieso hier unten rumliegen. Deswegen sehe ich das jetzt nicht ein. So, ich wollte zum einen hier nur noch ein Produktionslager und das Fertigwarenlager irgendwo anders hin verlegen. Aber währenddessen können die ruhig mal weitermachen. Die Frage ist nur, wohin? Haben wir hier irgendwas von noch nicht gebaut? Thank you.
mal hier Möbel rausnehmen und Fertige rausnehmen. Waffen können wir da auch rausnehmen. Und Körperteile. Körperteile möchte ich, wenn dann, lieber hier noch mit einlagern. Können wir demnächst ja auch anfangen zu kaufen. So, dann löschen wir die, löschen die, löschen die. Der ganze Kram wird dann hier irgendwann rübergetragen. Dann das hier nochmal von der Lagerzone. Ach, hier soll Stahlschlacke hingebracht werden, okay. So geht's auch, aber das war eigentlich anders gedacht. Jetzt wieder nicht. Bleibt mir ein Rätsel, aber gut. So, Schiff, Antimaterie, Reaktorkern. Okay. Ich möchte rein sicherheitshalber vorher noch die Kryo-Schlafkapseln haben. Das ist eh ein schlechtes Holzbett, so. Ein Großhändler. Na, wetten, nachdem der mit seinem Spaziergang fertig ist. Hey Reese, spazier doch mal hier unten und rede mit dem Großhändler. Denn der hat bestimmt das ein oder andere, was wir gerne auch haben würden. Oder er möchte vielleicht etwas von uns haben. Möchten wir von ihm Muffalos kaufen? Wohl eher weniger. Was haben wir denn? Eigentlich nicht.
Nee, Boomratten jagen wir nicht. Das ist, hier wäre auch noch Stahl, hier liegt auch noch Plaststahl rum, hier liegt sogar noch ein bisschen Silber rum. Hier liegt noch mehr Material rum. Wir haben so viel, was hier rumliegt. Damit unsere Schützen auch nicht aus der Übung kommen. Und wieder ein Piratenhändler. Nee, du gehst jetzt mal nicht in Hasen jagen. Die bringen wieder keine Kolonisten mit. Kann das sein, dass die grundsätzlich nur dann Kolonisten mitbringen, wenn wir, was weiß ich, unter 10 sind oder so? Das wüsste ich mal gerne. Wenn ihr das wisst, okay, bis das mal bei einem Kommentar hier gelandet ist, würde ich sagen, habe ich das auch rausgefunden. Aber momentan macht es schwer den Eindruck. Schon wieder ein Piratenhändler. Jan, lass das Blut mal Blut sein, ja. Oder war da gerade irgendwas anderes und das hat sich sofort wieder aufgelöst? Das wäre ja durchaus eine Möglichkeit. Thank you.
ist hier aber auch häufiger mal vorbeigekommen. Wovon haben wir denn wieder zu viel? Momentan von gar nichts, weil keiner was reingetragen hat. Zeitlang musste das vorhalten. Medizin haben wir auch reichlich, zumindest mehr als er hat. Ach, ein Besucher. Auch noch Stahl. Ja, irgendwann ist dieser Punkt erreicht, da hat man so unglaublich viel Stahl. Da möchte man es den Leuten einfach nur noch entgegenschmeißen. Und wir haben ein drittes Mal verloren. Ist zwar eigentlich schon ein bisschen zu spät dafür, zumindest urzeitmäßig in diesem Spiel. Ich möchte aber jetzt mal was ausprobieren. Ach du.
Das wird mächtig schief gehen. Bleibt ihr in diesem Gebiet? Warten wir es erstmal ab. Wenn es schief gehen sollte, fangen wir die nächste Episode mit dem alten Savegame an. Es regnet. Der soll besser auf den erstmal schießen.
Na, das hat jetzt nicht so knorke funktioniert. Auf euch selber dürft ihr natürlich jederzeit schießen, aber das werde ich euch nicht verbieten. Ja, unsere Schützen sind einfach die besten. Nur mal so zur Sicherheit.
Doch, ihr dürftet die Sachen jetzt reparieren. Ophelia, es ist 2 Uhr nachts, um Himmels Willen. Lass das Feuer Feuer sein. Ich mache hier schon wieder eine mega Überlängenfolge draus. Eigentlich wollte ich schon längst eine Pause machen, aber diese verdammten Mistviecher werden uns ja so nicht in Ruhe lassen.
Wie Stahlkabel abbrennen können, ist mir auch ein Rätsel. Gut, ihr seht ja, was ich hier grob vorhabe. Ich habe jetzt mindestens um eine Viertelstunde überzogen, würde ich jetzt mal sagen. Ich gönne mir jetzt mal eine kleine Pause und euch damit auch. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir es nochmal an. Bis dahin, ciao.